Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und weiter geht's mit Tourette Schulunterricht. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, der erste Frame sieht ein bisschen komisch aus. Vielleicht wird Tim gerade von der Lehrerin geschlagen. Es kann natürlich sein. Mit einer echten Schulklasse, siehst du mal, lesen muss gelernt sein. Ja, gucken wir mal rein. Ich wollte gerade irgendwas sagen, ne? Mit einer echten Schulklasse. Oh ne, ich dachte eine unechte. Yo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf unserem YouTube-Kanal. Wir haben uns heute mal mit der großartigen Hilfe von einem Abonnenten und aktiven Zuschauer von uns einen Videodreh ermöglicht. Und zwar ist diese Person, also der Abonnent, ein Lehrer und der wird. Stellt euch mal vor, ihr seid gerade mit eurer Webcam am Zocken, ne? Und auf einmal seid ihr so in irgendein Video von Gewitter im Kopf oder von irgendeinem anderen YouTuber und ihr merkt das gar nicht, dass ihr aufgenommen werdet und ihr so, oh Mann, Alter, komm, Alter, stirb jetzt endlich, Alter, stirb jetzt endlich, meine Herren, geht mir das auf den Sack, weil die sich so reingehackt haben in die Webcam. Ja, der Witz sollte eigentlich lustiger werden, aber ich bin halt unlustig, deshalb ist halt nie lustig. Wird uns mit in eine echte Unterrichtsstunde nehmen und Corona-bedingt wird das Ganze digital ablaufen mit einem echten Lehrer und einer echten Schulklasse. Wir kennen alle von denen noch nicht persönlich, abgesehen vom Lehrer. Und wir sind richtig gespannt darauf, was gleich. Penis! Welches Fach Jetzt bin ich so ist dabei. Deutsch. Wir sind im Deutschunterricht gleich. Wie warst du früher so in Deutsch? Scheiße. Also Deutsch war echt nicht Das mehr. darf doch nur ich sagen, das Wort. Ach so. Alisa macht Ich das gar muss ganz ehrlich sagen, Deutsch fand ich immer ganz cool. Was mich halt mega aufgeregt hat, wirklich mega aufgeregt hat, war, wir mussten irgendwie gefühlt alle 4 Wochen irgendein Gedicht auswendig lernen. Ja, gut, der Vorleser, ja, war okay. War jetzt nicht so schlimm. Und Goethe, Faust 1, ich glaube, Faust 2 haben wir nur angefangen. War jetzt auch nie so schlimm, aber mich haben immer die Gedichte genervt. Ich habe die voll oft nicht gemacht. Ich habe voll oft Sechsen bekommen. Weil, ja, so Wochenende waren wir halt, war ich verhindert mit meinen Klassenkameraden. So waren wir halt mal unterwegs, so grillen. Haben wir Wasser getrunken unterwegs. Ja, da hatte ich irgendwie nie Bock so wirklich auf Lernen. Nicht schon wieder. Ich war in Deutschland leider auch nicht der Beste. Tut mir leid, übrigens, dass die Kamera schief ist. Das wird gleich besser. Ich sehe es gerade nur. Tims Penis ist auch schief. Das hast du jetzt gesagt. Ich frag die Vika. Wir sind auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie das Ganze laufen wird und wie sich das Tourette-Syndrom natürlich auch im Online-Unterricht verhalten Hallo? wird. Und ja, wünsche euch viel Spaß beim Video. Bleibt auf jeden Fall dran. Wir haben das Intro vergessen. Das haben wir doch auch am Ende noch gesagt. Ach ja, das wisst ihr ja noch gar Das nicht. haben wir auch am Genau, Ende wir noch haben, also gesagt. wir haben das Video vorhin aufgenommen. Wir haben nur das Intro vergessen. Daher jetzt das Intro und jetzt viel Spaß mit dem Video. Es sind einige lustige Dinge passiert und auch unerwartete Sachen, die wir selber nicht erwartet Das hätten. können wir ja jetzt eigentlich noch gar nicht wissen. Daher könnt ihr es auch noch nicht Ach wissen. ja, genau. Macht euch am besten selbst ein Bild davon. 4 Polizisten, 3 Gangster und keine Ich besonderen sage, es ist irgendwas Vorkommnisse. Jetzt Unerwartetes nur auf passiert. TV. Bestimmt ich beim Zocken und habe vergessen, meine Facecam auszumachen und bin einfach dabei gewesen. Einfach so. Stellt Genau. euch das mal vor, das wäre so geil. Move it, Ihr feel it. gehört gar nicht zur Schulklasse und seid einfach mit dabei. Das Drink wäre so 28 geil. Black. Schon immer vegan. Viel Spaß. Ah. Huch. Das war das. Oh mein Gott, Jan. Ja, die Scheiße ist Seriös, ey. kaputt. Können die uns hören? Ja, natürlich. Ach so. Oh, jetzt ist das schon wieder draußen. So unseriös. Sie sind jetzt ja neu in unsere Klasse dazugestoßen. Eigentlich war das ja schon letzte Woche vorgesehen, da war aber auch irgendwie. Also das sieht hier auf dem Bild, ne? Der Tim sieht hier auf dem Bild ganz oben links so übelst dick aus. So halt jeden Tag nur am Pommes essen, wie ich. Also, ne? Fast jeden zweiten Tag. Mal gucken hier, ne? Das ist wirklich alles Schüler? Die meisten sehen irgendwie
nicht so wirklich mal wie Schüler aus. Sie sehen irgendwie schon so aus, als sie... Sind das alle Schüler, wirklich? Rocco, ja gut, Rocco könnte wirklich... Herr B. ist, denke ich mal, der Lehrer, ne? Der Dennis sieht so ein bisschen aus, als er so, keine Ahnung, schon 30 Jahre in der Schule wäre oder so. Gut, kann er trotzdem Schüler sein, ne? Das hat nicht funktioniert. Da war alles voll. Ja, da hatte ich leider Migräne. Aber das hört sich an wie so richtig schlechte Ausreden, aber ich hatte wirklich Migräne. Das war der erste Migräneanfall, den ich live miterlebt habe. Und auch wenn es im Moment ja leider nur Online-Fernunterricht ist, fände ich es trotzdem ganz gut, wenn Sie Ihre Mitschüler mal kurz kennenlernen. Ja. Hallo, ich bin der Jan und ich bin heute der Neue und ich freue mich sehr darauf, mal den Unterricht so kennenzulernen. Ging das jetzt wirklich so? Also jetzt sind ja die Schulen wieder auf. War das wirklich so, wenn ein neuer Schüler dazu gestoßen ist, dass man sich so in Online-Unterricht so vorstellen musste? Das ist, ist irgendwie voll komisch. Irgendwie. Weiß ich nicht. Da könnte man ja irgendjemand da hinsetzen und sagen, ja, stell dich mal vor, du bist jetzt der Neue. Keine Ahnung, setz deine Mutti da hin oder sowas, ne? Oder fragst jemanden in Seniorenheim. Und nachdem man die Schulen auf sind, kommt ihr halt wirklich dann so hin und so, hey, du sahst doch ganz anders aus in der Webcam. Ja, dass ich das letzte Mal in der Schule war. Obwohl, ich war zwischenzeitlich auch mal in einer Berufsschule, aber leider nicht lange. Okay, danke schön. Ich bin Tim. Ich bin der andere Neue für den Unterricht heute und ich war noch nie auf einer Berufsschule. Er ging früher zur Sonderschule. Deswegen bin ich gespannt, was mich jetzt erwartet. Er ging echt zur Sonderschule. Die haben da nur Leute angenommen, die Geld bezahlen. Vielen Dank. Gerne. Also schön, euch alle mal kennenzulernen. Danke, dass wir hier mal Teil des Online-Unterrichts sein dürfen für einen Tag, um mal herauszufinden, wie sich das Tourette-Syndrom und wie wir uns vor allem so im Online-Unterricht verhalten. Schulzeit ist da schon ein bisschen länger her mittlerweile, leider. Würdest du gerne nochmal zurück? Ach ja, warum nicht? Alle hier haben eine abgeschlossene Berufsausbildung und machen jetzt staatlich geprüft. Die sind uns voraus. Vermutlich haben die sogar noch Abitur. Ich habe auch Abitur. Ja, danke. Sag ja, in ein paar Jahren kommt irgendwann der staatlich geprüfte YouTuber. Ne? Es gab ja mal eine Debatte, ich glaube vor 4-5 Jahren, war glaube von der CSU. Ich denke mal jetzt nicht, dass es mal passieren wird, aber da hat ja auch mal ein Politiker von der CSU gesagt, dass man darüber nachdenkt, oder ich glaube, es war einfach nur ein Twitter-Post, ne? Dass man darüber nachdenkt, dass man YouTuber irgendwann als Berufsgruppe einführt. Müsst ihr euch mal so vorstellen. Dann macht so YouTuber als Berufsgruppe. Gut, das könnte man ja, weiß ich nicht, mit was man das sinnvoll kombinieren könnte. Mit Programmierung würde ich das jetzt nie wirklich so sinnvoll kombinieren. Es gibt ja zum Beispiel auch in Deutschland, ich glaube in Bayern irgendwo, gibt es ja die erste ESL-Schule. In Südkorea ist es ja da ganz normal, ne? Gibt es auch eine Reportage, müsst ihr euch mal angucken. Ist es aber so geil, also erstmal, die dürfen halt immer zocken, ne? Die haben halt, die sind danach Fachinformatiker. Sprich, wenn du, sage ich mal, nicht gut genug bist und du von keinem ESL-Verein genommen wirst, hast du immer noch den Fachinformatiker mit in der Tasche. Was ich gar nicht mal so kacke finde. Und so wird das irgendwann so mit YouTubern sein. Da hast du, könnte man ja mit kombinieren, dass du dann, wenn du YouTuber in Anführungszeichen in den 3, 4, 5 Jahren nicht schaffst, dass du dann immer noch deinen Fachinformatiker in der Tasche hättest. Wäre jetzt auch nicht so schlecht. Ja, irgendwie offensichtlich hat die Schulleitung ein Auge zugedrückt, dass sie trotzdem teilnehmen können mit Blondinenabitur. Ey, was hat das denn heißt? Es geht nämlich um den Konjunktiv. Heute. Konjunktiv. Brauche ich als erstes mal jemand Freiwilligen, der anfangen würde, den Text vorzulesen, den ich sehe gar keinen vorab ja schon zugesendet habe. Ist das dieser Text, der traurige Konjunktiv? Genau, der ist es. Jan und ich würden das gerne übernehmen. Steht sogar da auf dem Bildschirm drauf. Ach so, ich brauche ja gar nicht den Zettel quasi. Am Sonntag gehen Vater und Sohn regelmäßig in den Sprachzoo.
Dort schauen sie sich von vom Aussterben bedrohte grammatische Phänomene an. Am liebsten mögen sie die Genitiv. Weiter zum pH-Gehege, wo sie mit der Aufschrift Genitiv bitte nicht erschrecken. Ich hab das schon vor. Ja, kannst du vorlesen, das ist voll peinlich. Soll ich weiterlesen? Ja, bitte lest du weiter. Lassen sich vom Werther erklären, dass es mit der Fortpflanzung der beiden letzten Issets auch in diesem Jahr wieder nicht klappen werde und kommen schließlich vor dem Käfig. Da, mit den Löwen! Ja! Daraufhin stößt der Konjunktiv einen herzerweichenden Klagelaut aus. Der Sohn nickt und sagt vielleicht... Der Sohn fickt und sagt... Ha! Ja. Der Sohn nickt und sagt, vielleicht fühlte er sich tatsächlich wohler. Da hebt der traurige Konjunktiv den Kopf. Das Handy kommt weg! Na. Mich stört das Handy... mich stört das Happy End. Mich stört das Handy, wollte... Ach so. Der Lehrer hat das angemacht. Ach so. Normalerweise macht er... Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ne, ich hätte hier auch übel Probleme, das vorzulesen, weil für mich wäre schon fast der Text so irgendwie so übelst klein. Und ich habe bei solchen Texten immer das Problem, dass ich mich voll schnell dann in der Zeile verrutsche. Also ich hätte hier jetzt schon wirklich Probleme, ne? Also ich stelle meistens auch meine Internetseite so manchmal auf 150% ein. Das ist kein Witz. So habe ich auch immer Probleme, wenn ich zum Beispiel meine Let's Plays, wenn ich dann so ganze Bücher vorlesen muss, zum Beispiel bei Resident Evil, da habe ich übelst Probleme. Ohne Scheiß. Da sitze ich manchmal so vom Bildschirm, dass ich überhaupt was erkenne. Konjunktiv den Kopf. Das Handy kommt weg! Na. Mich stört das Happy End. Moment, du musst weiter runterscrollen. Kann ich nicht. Ach so. Das ist dann der Lehrer hat das angemacht. Ach so. Normalerweise macht Tim das immer. Dankeschön, Jan, bis dahin. Gerne. Bis hierhin. Ich würde sagen, in Anbetracht der Zeit, irgendwie sind wir heute, mussten wir ein bisschen später anfangen. Danke, Tim. Ja, es tut mir leid. Also, um vielleicht nochmal kurz für alle zusammenzufassen, was hat der Text jetzt eigentlich zum Konjunktiv gesagt, außer dass er ein bisschen lustig sein sollte? Dass wir den Konjunktiv im Deutschen brauchen, um zum Beispiel einen Wunsch oder eine Möglichkeit auszudrücken. Beispiele wie erleben. Es ist peinlich, dass ich nicht weiß, was der Konjunktiv ist. Es ist sehr peinlich, dass ich das auch nicht weiß. Nutzen wir den sogenannten Konjunktiv 1. Dann gibt es auch den Konjunktiv 2. Den brauchen wir vor allem ideales, nur gedanklich vorgestelltes Gut. Also, wir stellen uns vor, es gibt eine Person, die heißt Gisela und die sagt, du bist heute besonders hässlich. Wer von euch ist wohl gemeint? Ich habe mir hier vorgestellt, dass Gisela eine Person namens Tim meinte. Und dann wird es dann in indirekter Rede heißen, Gisela sagte, Tim sei heute besonders hässlich. Siehst du, er stimmt mir zu. Konjunktiv 1, ne? Sorry, aber als Beispiel, ne? Er lebte hoch, ne? Also ist er immer so, ein Wunsch, ne? Oder eine Möglichkeit auszudrücken. Das ist so ein Beispiel, so erlebte hoch. Also möget ihr in der Hölle schmoren? Ja, das hört man immer, aber erlebte hoch, hä? Was ist das für ein Beispiel? Das ist das erste Mal, dass ich das so höre. Erlebte hoch. Oder ist es ein N noch? Nee. So ein H. Ich schau lieber auf. Oh, ich brauche eine Brille. Habe ich, glaube ich, schon mal im Video gesagt, ne, dass ich mal damals bei Vielmann war. Weil ich hab das so irgendwie gemerkt, dass irgendwas nicht so ganz mit meinen Augen stimmt. Und da sagen die so zu mir pro Seite minus 2,57. War es ungefähr. Will ich mal wissen, wie viel ich jetzt bin. Und das dann in indirekter Rede heißen, Gisela sagte, Tim sei heute besonders hässlich. Siehst du, er stimmt mir zu. Warum musste es jetzt so ein beleidigendes Beispiel sein? Reiner Zufall. Achso. Darf ich mal kurz auf Toilette gehen? Jetzt ist gerade ein ganz schlechter Zeitpunkt, Tim. In 2 Minuten. Okay. Also, Sie sehen in den grünen Beispielen... Hoffentlich machst du dich hier. Diese Stühle waren teuer. Die haben mich 3 Insta-Stories gekostet. Sowohl zwischen Konjunktiv 1. Manche gehen dafür einen ganzen Monat arbeiten. Andere machen 3 Insta-Stories. Gott, von der Scheiße gibt's auch noch 2.
Sie dürfen sich jetzt an den Formen des Konjunktivs mal selber ausprobieren. Dazu haben Sie ja eine Tabelle bekommen. Ich glaube, das ist die hier. Ja. Arbeit für unsere beiden Neuen, das funktioniert jetzt gleich so, dass ich arbeiten die Gruppen, dazu in Gruppen. Gruppenräume so. Hier einrichte. Ich teile sie dann einem Raum zu und mit ein paar anderen Schülern. Und weißt du, was auch so traurig ist, wenn ich mal überlege, das könnte eigentlich irgendwann Zukunft werden, ne? Also wenn wir mal von der Digitalisierung ausgehen, ne, ist ja an sich nicht schlecht. Ist ja gar nicht so schlecht, wenn man das sagt, okay, zum normalen Unterricht könnte man abends oder so sich noch treffen und das alles nochmal durchgehen. Ich glaube, das wird auch sehr vielen Schülern helfen, wenn man dann einfach mit dem Lehrer also in eine Gruppe reingeht und dann sagt, okay, ich würde gerne nochmal den Konjunktiv 1 durchgehen wollen. Ich habe das nicht so ganz verstanden. Das Traurige ist aber in Deutschland, weil wir uns nie in Deutschland um die Digitalisierung gekümmert haben, was jetzt natürlich die liebe Merkelein und die liebe lieben Parteien jetzt doch irgendwann in den Sinn gekommen ist, vielleicht sollte man jetzt langsam mal damit anfangen, ist einfach, die Möglichkeiten bestehen einfach gar nicht, weil laut Statistik, und es ist leider so, es gibt ja viele Familien, die wegen Krankheiten oder sowas ins Hartz IV gerutscht sind. Und da haben einfach die Schüler keinen PC zu Hause. So, man kann natürlich, irgendwie kriegt man, denke ich mal, schon einen PC. Man kann bestimmt da irgendwas hier beantragen. Aber dann kommt noch dazu, das Internet kann sich auch nicht jeder leisten. Oder man ist bei Vodafone. Also man ist bei bestimmten Anbietern und da stürzt immer das Internet jede 2 Minuten ab. Eigentlich ist es so traurig, ne? Es könnte an sich, finde ich, sehr spannend, wenn man das irgendwann in der Form machen kann. Man kann das ja neben normalen Schulsystemen einführen. Man kann ja wirklich sagen, dass man abends sich wirklich nochmal hinsetzt und sagt, okay, ja, ich habe zwar jetzt schon 3 Bier getrunken, ist zwar Wochenende, aber ich würde mich trotzdem nochmal mit meinem Lehrer und ein paar anderen Schülern hinsetzen und würde nochmal den Konjunktiv durchgehen. Aber ich glaube, da sind wir noch sehr weit entfernt, was eigentlich sehr traurig ist, weil laut Plan war es ja, also sollte ja 2000 sollte das ja mit der Digitalisierung in Deutschland Anfang vorangetrieben werden. Das sollte ja wirklich in jeder Schule anstatten eine Tafel, wirklich ein Beamer und sowas sein, ne? Ist bis heute noch nicht so. Das ist schon ein bisschen traurig, obwohl ich sagen muss, das gehört eigentlich heutzutage dazu, aber das ist, na gut. In dem Gruppenraum können Sie dann ungestört arbeiten, die gemeinsam besprechen, was Sie in die Tabelle reinschreiben würden. Hallo? Ja, ist okay. Hallo. Hi. Hallo. Hi. Doch, wir schaffen die 1, Leute, ich sag's euch. Hab einen Plan von einem Konjunktiv. Also ich hatte das letzte Mal Deutschunterricht, also in meiner letzten Ausbildung gab es das Fach Deutsch nicht. Hä? Guck mal, dein Mikro ist aus. Ja, das war... Unser Mikro ist die ganze Zeit aus. Also als ich das letzte Mal Deutschunterricht hatte, schon was her. Ich glaube, da wollte ich noch Tourismuskaufmann werden. Weil in meiner Physio-Ausbildung gab es dieses Fach nicht. Okay, Jan, schreibst du das auf? Warte. Kein also, Deutsch? Ich habe okay. noch mitgehört bei Indikationen. Nicht Indikationen, Indikativ. Also hat er schon gesagt, was da reinkommt? Also ich hab nicht genau gehört. Also das Indikativ von sie trage die Tasche allein wäre dann sie trägt die Tasche allein? Ich trage die Tasche allein, echt? Ja. Ach so, oh, okay. Was kommt bei Konjunktiv 2 rein? Sie hätte die Vielleicht Tasche. Kommt der Lehrer einfach mit rein in die Gruppe. Die Tasche allein. Einfach nein. Sie trug die Tasche allein. Sie trug. Nein, ich glaube, sie würde die Tasche alleine tragen, oder? Ja, ich bin maximal überfordert. Aber okay, jetzt bin ich gerade aber auch. Ich kann nichts dafür, unsere Deutschlehrerin hat damals im Schulhof gesoffen. Ich hätte jetzt auch gesagt, sie trägt. Die haben 2 Spalten. Jetzt wollte ich gerade fragen, wie weit sie gekommen sind. Du seist hier, du wärst hier, okay. In einer Gruppe habe ich hier auch kurz vorbeigeschaut. So richtig weit nicht. Die Lösung zur Tabelle. Hey, ich hätte jetzt wirklich gesagt.
Sie trägt die Tasche allein? Oh, sie trug? Und sie tragte die Tasche allein. Jetzt bin ich gerade aber auch komplett, ne? Jetzt bin ich gerade auch komplett raus. Ich habe hier so richtig weit nicht. Die Lösung zur Tabelle Das ist halt immer so, ne? Das habe ich ja schon mal in einem Video gesagt, ne? Das ist halt immer so, mit dem Lehrer, wenn man sowas mit dem Lehrer durchgeht oder allgemein mit sich selber durchgeht, komplett einfach. Und dann kommt so eine Übungsaufgabe und dann denkst du, hä? Was bringt der jetzt von mir? Also, oder Klassenarbeit. Also sind wir fertig hiermit, also können wir das wegtun? Das können sie jetzt wegtun. Ich lege es zur Seite. Oh nein, oh nein! Den müssen Sie gleich mal loslegen. Ach so, ich soll jetzt vortragen, okay, also. Der Konjunktiv, Übung. Was hat Gisela gesagt? Ich habe keinen Tourette, ich bin unfreundlich. Das sehe ich anders. Gisela sagte, sie habe kein Tourette, sie ist unfreundlich. Nicht sie habe, sondern nur sie habe. Ach so. Habe. Ich jetzt auch nicht gewusst. Ich sei. Ich sei? Genau. Was ist das denn für eine Sprache? Okay. Deine Muttersprache, du Horst. Wer mag das mal versuchen? Du riechst das Hinken. Was hat Gisela gesagt? Tatsächlich hat es Julia Beautics gesagt. Melde dich mal bei uns. Das muss ich jetzt aus inhaltlichen Gründen doch nochmal an Tim geben. Du weißt nicht mal, wie man Akku schreibt. Wird Akku nicht anders geschrieben? Nein, so wie es da steht. Ich dachte, also, ich das Gisela sagte, Tim wüsste nicht, wie man Akku schreibt. Würde ich gelten, fast gelten lassen. Du hast mit wüsste jetzt praktisch den Konjunktiv 2 genommen. Eigentlich würde man den nur nehmen, wenn der Konjunktiv 1 nicht geht, weil er gleich klingt. Hier könnte man aber auch den Konjunktiv 1 nehmen. Gisela sagte, Tim wisse nicht mal, wie man Akku schreibe. Oh, Ara ruft mich gerade an. Da gehe ich jetzt mal nicht dran. Gut gemacht. Nein, nicht rangehen. Wir sind gerade. Aaron, dran. Es ist gerade unpassend. Wir haben Deutschunterricht. Geht ihr gerade oder was will der? Nein, Blick auf. Wir sind gerade im Unterricht. Wir sind gerade im Online-Unterricht. Verzeihung, der Tankwart ruft gerade an. Und dann bitte kein Klassenbuch eintragen. Welche eine Krankheit haben tut? Ich habe keine Ahnung. Das sagen die mitten im Leben, Assis. Oh nein. Fertig? Die mitten im Leben, Assis. Die ist aus Sachsen. Kannst du was dazu sagen? Ich habe die Hälfte des Satzes wieder vergessen, wenn ich am Ende angekommen bin. Jan sagte, jeder... Dann sind das auch noch mit so Nebensätzen. Ja, der ist echt nicht gewohnt. Jan sagte, jeder, egal welche Krankheit er habe, kann selber entscheiden, wie er damit umginge und sich in der Öffentlichkeit zeige. Okay. Ach so, also der hat schon... Das kann haben sie einfach stehen lassen. Das ist gut oder war es falsch? Das kann müsste man auch noch... Also er hat schon gelöst. Also das habe ich überlesen, Verzeihung. Könnte? Er könne. Könne, genau. Und Konjunktiv 1. Ey, Deutsch ist so viel Arsch. Wie ist das so mit Tourette im Unterricht? Also wenn jetzt mal realistisch überlegt, fand ich das nicht ernsthaft störend. Hätte mir jetzt nichts ausgemacht. Das also wollte ich gerade sagen, da gibt es echt Schüler, die gar nichts haben, die... Ne? Also die wirklich gar nichts haben und die, weiß ich nicht, ich sag mal lieber nichts, aber ne. Also an sich noch an der Frisee, also als in der Physio-Ausbildung war, meint die auch, dass sie sich durch mich gar nicht so krass gestört gefühlt hätten. Es wäre erst problematischer geworden, wenn wir auch angefangen hätten praktisch zu arbeiten, vor allem im Krankenhaus, in der chirurgischen Abteilung. Ich will Leute aufschnitzen, Ich möchte mich trotzdem nochmal hier an dieser Stelle für meine Verspätung entschuldigen. Ich fand es eigentlich ganz amüsant, aber ich kann mir vorstellen, was nicht, wenn es bei kleineren, die wo sowas halt nicht kennen, da ist es bestimmt auffällig, aber ich fand es jetzt hier eher sogar witzig, euch mal mitzuerleben. Cool, dass erstmal Dank an alle auch die von euch überhaupt im Staff waren. Ne? Ja, vielen lieben Dank. Hat uns sehr gefreut und dass ihr auch noch auf uns gewartet habt am Anfang. Ja, das war wieder Timing. Ihr seid, eure Berufsschule ist in Reutlingen, ne? Habe ich gerade da und gesehen. Ah ja, okay. Wo ist das eigentlich? In Baden-Württemberg. Ja. Dafür, dass du von da kommst, sprichst du gar nicht so behindert. Das ist ein Kompliment, oder? Siehst, wie du willst. Was ich mal fragen würde an die Leute, die hier im Unterricht sind, hattet ihr schon mal Erfahrungen, also irgendwie Kontakt zu jemandem, der Tourette hat? An sich hatte noch keine. Okay, aber es war für dich jetzt nicht so, dass du erstmal irgendwie gedacht hast, boah, wie gehe ich jetzt damit um oder so? Nö, eher ein bisschen Aufregung, weil ihr schon ein bisschen bekannter seid, aber... Ich muss ganz ehrlich sagen, also bei manchen Leuten... Das soll jetzt auch nicht beleidigend an die Leute klingen, aber ja, da frage ich mich, die können ja nur
Ne, soll jetzt kein Beleidigen der Tourette hatte, aber wenn ich hier manchmal draußen rumlaufe und dann nur Beleidigung, weil sich irgendwelche Nachbarn bekriegen oder weil irgendwelche Sufis unterwegs sind und die sich einfach nie vernünftig verhalten können, da denke ich mir auch manchmal. Also kann ja, das ist doch kein normaler Umgang, die können ja nur irgendwie krank sein in der Birne. Ein bisschen, wie bitte? Also ich nehme viel aus diesem Unterricht mit und du? Ich auch, also ja, wie gesagt, mein letzter Deutschunterricht liegt ein paar Jahre zurück schon, aber ich also hätte ich wusste bis gerade noch nicht, was ein Konjunktiv ist. Also ganz schlimm wäre es nur geworden, wenn wir jetzt Matheunterricht gemacht hätten, da wäre ich ja komplett raus. Aber Englisch könnt ihr auch mal machen. Ja, Englisch hätte ich sogar Lust drauf. Nach meinem Schulabschluss habe ich freiwillig an einer Schule noch weiter Englisch gelernt. Ich glaube, das ist wirklich für die Schüler und für mich wahrscheinlich auch die größere Aufregung jetzt war, dass die Promis kommen. Ach Quatsch, also uns würde ich jetzt nicht als Promis bezeichnen, wir sind nur zwei Idioten vor einem Computer. Ein Idiot und ein hochintelligenter Junge. Hochintelligenter Idiot. Leute, falls ihr sowas nochmal sehen wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich denke, sowas ist auf jeden Fall, habt ihr ja gerade gehört, nochmal möglich, ne? Genau, wenn es Corona wieder zulässt, sehr gerne auch wirklich mal live vor Ort in der Schule in Reutlingen. So Leute, ich würde sagen, das war's auch wieder mit dem Video. Danke an die Klasse und danke an unseren tollen Lehrer und an die Theodor-Reuss-Schule, dass es geklappt hat. In Reutlingen. Genau. Macht's gut, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Macht's gut, Leute, bis zum nächsten Mal. Schreibt eure Kommentare. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Wenn ihr Bock habt, nochmal was mit Unterricht zu sehen, dann schreibt's gerne rein. Jetzt hör auf zu reden, sonst male ich dich an. Dann können wir das safe nochmal realisieren. Tschüss! Muss ich ganz ehrlich sagen, war mal richtig, richtig spannend zu sehen, ne? Allgemein, wie das Schulsystem gerade momentan in unserer digitalisierten Welt funktioniert. Ich selber hatte es ja damals nie gehabt. Also stimmt nicht ganz. Wir hatten mal, es war mal geplant mit Online-Unterricht in Informatik. Das hat irgendwie bei niemandem funktioniert, also haben wir das dann sein gelassen und die Hälfte von uns hatte keine Facecam. Aber irgendwie schon traurig so zu sehen, dass es noch nicht so wirklich ganz funktioniert, ne? Also da sind wir noch sehr weit entfernt. Da sind wir wirklich, ich denke mal, das wird noch ein bisschen dauern, ne? Aber wie schon gesagt, in den 2000ern wurde ja die Digitalisierung eingeleitet. Vielleicht ja für ein anderes Land. Vielleicht hat ja Deutschland die Digitalisierung für ein anderes Land eingeleitet und gar nicht für uns. Ne? Vielleicht haben es einfach nur alle falsch aufgefasst. Und ich hoffe und ich wünsche mir, dass sich das die nächsten Jahre extrem schnell verbessert. Weil das ist einfach eine Unterrichtsform, die kann sich irgendwann durchsetzen. Ich rede nicht davon, dass das klassische, traditionelle Schulsystem dann komplett ausfällt. Davon rede ich gar nicht. Aber ich finde das gar nicht so schlimm, wenn man abends dann mal wirklich solche Nachhilfegruppen macht. Ohne, dass man dann rausfliegt. Ohne, dass man eher mal 50 Stunden braucht zum Connecten. Ne, das alles funktioniert, dass man das vielleicht über eine allgemeine deutsche App macht, wo wirklich jeder Schüler jeder Schüler in Deutschland zugreifen kann, wo ihr Lehrer zugreifen kann, wo die Verbindung stabil bleibt. Liegt natürlich auch ein bisschen an jedem Provider, an jedem Typ, der zu Hause, ne, wenn er mal Internetprobleme hat, dann ist es halt so. Und wenn die VPN gerade nie funktioniert, weil man gerade über Hongkong läuft, ist es halt auch so. Aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Also ich finde, das hätte Zukunft, hätten wir da ein bisschen mehr Gas gegeben. Also ich denke mal, das wird noch sehr lange dauern, bis wir mal wirklich das als oh, hallo? Also das als Standard, ne? Das wird noch ein bisschen dauern. Ist halt auch eine schwierige Form von Lernen, finde ich, weil man dann doch relativ schnell abgelenkt wird, ne? Also, weiß ich nicht, also ich würde die ganze Zeit hier irgendwas suchen zum Rumspielen. Also, das Gute ist, ich habe mehrere Bildschirme, ne? Ich könnte jetzt hier so anmachen und nebenbei zocken, ne? Also, so schlecht wäre es nicht, ne? Deshalb ist es halt eine schwierige Schulform, aber
Das könnte ich mir ganz gut vorstellen, wenn man wirklich sagt, dass man daraus so ein, ja, über eine allgemeine App das macht und dann abends wirklich so eine Art Nachhilfe macht, ne? Wenn der Lehrer oder die Schüler oder nur die Schüler Bock haben. Aber ich denke mal, es wird alles nur Zukunftsmusik, ne? Mal gucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War ein sehr spannendes, interessantes Video. Und wir sind definitiv da, die Fakultativ, in der nächsten Aufnahme. Bis dann, haut rein und tschüss.